Die Grünen, freilich haben Sie schon gemerkt, dass die immer zusammen abstimmen. Wenn es um den Krieg geht in Afghanistan, CDU, SPD, FDP, Grüne, alle einig für Kriegseinsätze. Wenn es um die sogenannte Bankenrettung geht, um die Griechenrettung, dabei werden gar nicht die Griechen gerettet, sondern die deutschen Spekulanten und Banken und Versicherungen, sind Sie sich alle einig, CDU, FDP, SPD, Grüne. Die einzigen, die da dagegen halten, ist die Partei Die Linke. Und deswegen hoffen wir auf Ihre Unterstützung bei der Bundestagswahl und deswegen sind wir heute hier in Ulm. Also wenn Sie Fragen haben an uns, kommen Sie an unseren Stand. Wir stellen uns und wir geben Antworten. Ich wünsche mir, dass Die Linke weiterhin im Parlament der Wadelbeißer bleibt und vor allem den Finger immer in die Wunden legt, die die anderen Parteien nicht bearbeiten. Das ist mein Motiv. Das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es da auch so kommen, weil es wird wahrscheinlich, wenn wir stark werden, nicht mehr reichen für Schwarz-Gelb, aber es wird dann ein Wettrennen geben von SPD und Grünen. Wer als erster mit Angela regieren darf. Und dann werden wir genau die Rolle haben, die Sie sich wünschen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, die Menschen wollen ja, dass sich an ihren Lebensverhältnissen was verbessert. Wir haben große Zustimmung dafür, wenn wir sagen, keine Bundeswehreinsätze mehr. Wir wollen ein Gesetz in Deutschland, das das verbietet. Wir haben große Zustimmung, wenn wir sagen, keine Altersarmut, 1050 Euro Mindestrente. Wir haben große Zustimmung für 10 Euro Mindestlohn. Und deswegen müssen wir natürlich schon das Angebot machen, solche Gesetze auch durchzusetzen, mit anderen zusammen. Und das Angebot machen wir allerdings, wie gesagt, ich bin relativ skeptisch, solange die SPD von den Leuten geführt wird, die Agenda 2010 gemacht haben. Und so ist das ja so, ist das ziemlich unwahrscheinlich. Also ich denke, dass Die Linke wahnsinnig viele Steilvorlagen für andere Eingaben gemacht hat. Letztendlich sind die Sachen ja teilweise wortwörtlich von euren Eingaben im Parlament abgeschrieben worden und tauchen in den Wahldebatten auf. Und das ist ja schon auch eine unheimlich dankbare Aufgabe. Das ist richtig, aber bisher steht es nur in den Programmen. Sie blinken bloß links und bei Bedarf biegen Sie rechts wieder ab. Nicht? Letztes Mal hat sich der Bündefering nach der Wahl beschwert, dass man doch allen Ernstes erwartet, dass eine Partei ihre Wahlversprechen einhält. Und deswegen schreiben Sie zwar von uns ab, aber wenn Sie regieren, machen Sie trotzdem das Gegenteil. Gut, aber dazu ist eine starke Linke fähig, da den Finger drauf zu legen. Das tut sie und Finger drauf legen heißt, dass man auch immer sagt, liebe Freunde, wenn ihr es ernst meint, ja, dann können wir das machen. Also zeigt uns mal, ob ihr es ernst meint. Also wir müssen sie schon und deswegen machen wir so Angebote, dazu zwingend Farbe zu bekennen. Das beruhigt mich etwas. Und ich freue mich auf einen guten Wahlkampf. Das sieht ganz gut aus in diesen Tagen. Ich habe gehört, wir sind schon stärker wie die Grünen. Und deswegen bin ich da guten Mutes.